Was würdet ihr sagen, Phishing-Mail oder nicht? Ist das eine seriöse Mail, der ihr vertrauen könnt, oder ist das ein Phishing-Versuch, also eine Attacke auf euch, um euch eure sensiblen Zugangsdaten zu entlocken? Das ist immer wieder eine Frage. Praktisch jeden Tag müssen wir uns diese Frage mehrfach stellen, denn Phishing-Mails, aber auch Phishing-SMS, Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten und so weiter, die gibt es immer mehr, immer häufiger und vor allem sind sie auch immer besser gemacht. Das muss man leider sagen, also wirklich nur schwer zu erkennen. Und da hilft nur eins, üben, 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 nämlich rausfinden und trainieren, mit einem geschulten Blick sehr schnell und sehr zuverlässig zu erkennen, welchen E-Mails ihr vertrauen könnt und welchen eben auch nicht. Und das zeige ich euch in dieser Ausgabe vom Netzkenner. Eine sehr, sehr wichtige Ausgabe, finde ich. Und jetzt geht's auch gleich schon los. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Netzkenner. Ich bin wirklich sehr froh, dass ihr da seid, denn es ist ein wichtiges Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, nämlich der Frage, wie ihr Phishing-Mails erkennen könnt. Phishing-Mails, also das dürft ihr wörtlich nehmen. Phishing kommt von Fischen, Angelrute auswerfen. Es gibt unglaublich viele Betrügerinnen und Betrüger überall auf der Welt, die versuchen, an eure Daten ranzukommen, und zwar an eure Zugangsdaten in aller Regel. Also Benutzername, Kennwort, das sind ja quasi die Sesam-öffne-dich-Formeln oder die Schlüssel für Bankkonto, PayPal-Konto, Amazon-Konto, eBay, was auch immer, vielleicht auch die Zugangsdaten zu eurem Office-Konto, zu eurem Unternehmenskonto, vielleicht seid ihr auch in der Politik, in einer Institution. Also Zugangsdaten sind unglaublich wichtig und sensibel und müssen gut geschützt werden. Und es gibt auch eben viele Betrügerinnen und Betrüger, die an diese Zugangsdaten rankommen wollen. Und wie machen sie das? Sie fischen. Sie werfen ihre Angelrute aus, und das darf man eben wirklich wörtlich nehmen. Sie verschicken Tausende, Zehntausende von E-Mails, die echt aussehen, aber eben nicht echt sind. Sie tun so, als wären sie von einer Bank, von einer Firma, von einem Dropbox-Konto, PayPal und so weiter, und sagen zum Beispiel: Achtung, Achtung, wichtige Sache gerade, euer Passwort ist geknackt worden, ihr müsst unbedingt aktiv werden, es ist ein merkwürdiger Eingang auf eurem Konto oder Abgang auf eurem Konto, bitte überprüft das sofort. Also irgendwas, was Druck macht, nicht immer, aber häufig. Und dann wird man aufgefordert, einen Link anzuklicken, und landet dann auf einer Webseite, die auch wieder echt aussieht, täuschend echt oft. Und wenn man dann da Zugangsdaten eingibt, gibt man sie aber eben nicht bei seiner Bank, bei PayPal, bei Amazon, in der Firma ein, sondern auf einer Fake-Seite. Und so gelangen die Zugangsdaten in die Hände von Betrügern. Wir selber geben diese Zugangsdaten ein. Sie werden abgegriffen, nicht geklaut irgendwo. Sie werden abgegriffen, weil wir sie eingeben, im Vertrauen darauf, dass es richtig ist, diese Daten einzugeben. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, Phishing-Mails wirklich gut und zuverlässig zu erkennen, und das möglichst schnell und rasch. Denn wir bekommen ja, geht euch wahrscheinlich genauso wie mir, jeden Tag hunderte, ja gut, jetzt übertreibe ich vielleicht, aber viele kriegen auch hunderte von E-Mails am Tag. Es sind mit Sicherheit ein paar jedenfalls am Tag, und je nachdem, wie ihr arbeitet, wo ihr arbeitet, auch privat kann das passieren, bekommt ihr regelmäßig Phishing-Mails, und darauf solltet ihr auf gar keinen Fall reinfallen. Es gibt leider keine Software, die das so richtig gut und zuverlässig erkennt, deswegen seid ihr gefragt. Ihr müsst aufpassen. Die gute Nachricht ist, es gibt einen Kurs als Quiz von Google. Jigsaw heißt dieses Quiz. Ihr hier unten in der Beschreibung findet ihr den Link dazu. Und damit könnt ihr lernen, wirklich Phishing-Mails zuverlässig gut und schnell zu erkennen. Denn es gibt so ein paar Tipps und Tricks, so ein paar Kniffe, die man anwenden muss. Und dann gelingt das schon mit dem Erkennen von Phishing-Mails, auch wenn sie super echt und super täuschend echt und gut aussehen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich gehe jetzt mal einen Kurs durch mit euch, Schritt für Schritt, Frage für Frage. Das sind die Fragen, die ich bekommen habe. Ihr bekommt andere, wenn ihr das Quiz startet. Aber nur anhand von meinen Fragen, die mir gestellt wurden, gehen wir das mal durch, weil so kann man sehr schön erklären, worauf ihr achten müsst.
So, ich gehe das jetzt mal Schritt für Schritt mit euch durch. Hier ist der Startbildschirm. Erkennen Sie Phishing? Steht da. Quiz starten. Wunderbar. Das machen wir mal gleich. Und dann werden auch gleich Daten abgefragt, nämlich euer Name und eure E-Mail-Adresse. Das mache ich mal. Und zwar müsst ihr wissen, dass hier nicht die Daten abgefragt werden, damit Google die speichert, sondern damit die Beispiele, die gleich kommen, möglichst gut, realistisch auf eure aktuelle Situation zugeschnitten sind. Und hier sind wir auch gleich schon bei der ersten Seite, beim ersten Beispiel. 1 von 8 steht hier oben. Das bedeutet, 8 Beispiele gehen wir zusammen durch. Prüfen Sie die URL durch Bewegen des Mauszeigers. URL ist ein englischer Begriff für die Internetadresse, die man in Links findet. Also wenn man drauf klickt, kommt der Browser, der geht auf, dann wird die Internetadresse geladen und dann auch die Webseite geladen und gestartet. Und darum geht es meistens beim Phishing. Es werden einem Internetadressen URLs untergejubelt, die auf Fake-Seiten verweisen, und deswegen sollten wir uns darauf vor allem konzentrieren. Hier steht also, dass wir mal eine Mail überprüfen sollen, die hier gekommen ist. Lukas Meyer angeblich von Google Mail, okay, an mich geschickt, alles wunderbar. Kurze Nachricht, Lukas Meyer hat einen Link für folgendes Dokument freigegeben. Okay, das kennt man, man bekommt eine E-Mail, da ist kein Attachment, keine Dokumentendatei dran, aber eine Verlinkung auf einen Google Doc, auf einen Google Text in dem Fall. Hier steht nur, hallo, das ist das Dokument, nachdem Sie gefragt haben, melden Sie sich doch bitte, wenn Sie noch etwas brauchen. Das sieht alles wunderbar aus, kennt man so, aber jetzt gucken wir uns das mal an. Hier in Google Docs öffnen, auch das kennt man genau so. Und dann gucke ich mal nach links unten in die Ecke, da steht drive-google.com Luke Johnson. Darum geht es. Auf welche Internetadresse wird hier weiter verlinkt, weiter geleitet? Drive, Google, naja, Google Drive gibt es natürlich, gar keine Frage, aber drive-google.com, die Adresse kenne ich persönlich nicht, halte ich für einen Fake. Ich glaube, dass jemand diese Adresse drive-google.com für sich reserviert hat, um so zu tun, als wäre er Google, deswegen sage ich Phishing. Richtig, das ist eine Phishing-Mail. Ihnen ist wahrscheinlich die merkwürdige URL aufgefallen. Ja, genau. Ich kann dann auf Auflösen klicken oder ihr könnt auch auf Auflösen klicken und dann wird es eigentlich schön erklärt, worum es geht in diesem konkreten Beispiel. Hier, durch Bewegen des Mauszeigers bzw. durch langes Drücken auf diesen Link wird die unsichtbare URL zur externen Domain drive-google.com angezeigt. Und darum geht es, nicht in Ordnung. Nächstes Beispiel, Sie haben ein Fax erhalten. Fax, no reply. Ja, aber was steht denn hier? Guckt euch das mal an. E-Fax mit CK. Das macht mich schon mal skeptisch. Sie haben am 12.09.22 eine Fax erhalten. Vielleicht bin ich ja irgendwo angemeldet und kriege Faxe nicht mehr durchs Faxgerät, sondern eben durch elektronische oder digitale Zustellung übertragen. Diese Firma E-Fax gibt es tatsächlich, ja. Aber hier steht E-Fax und hier oben steht E-Fax mit CK. Merkwürdig. Gucke ich mir die URL an und ihr seht unten wieder links efax.hosting.com und jetzt wird's spooky. mailru382.co. Das Ende von dieser Adresse vor dem ersten Schrägstrich, das ist immer wichtig und das ist in dem Fall mailru382.co. Garantiert keine seriöse Adresse. Vertraue ich nicht. Ist Phishing, sage ich. Phishing. Richtig, das ist eine Phishing-Mail. Gut erkannt, die E-Mail-Domain des Absenders lautet nämlich efax und ist damit schon mal falsch geschrieben. Der Link aber führt in Wirklichkeit zu mailru382.co. Beim Phishing wird oft versucht, sie mit nachgeahmten URLs, Internetadressen, auszutricksen. Haben wir aber gemerkt, oder? Auflösen, genau, da steht es. Zack. Das Beispiel, Mailru 382, nein. Nächstes Beispiel, die guten alten Zeiten. Ja, was steht denn da? Hier hat mir jemand geschrieben, vielleicht ein alter Freund. Hi, erinnern Sie sich noch, dieses Foto wird mir hier verlinkt.
gibt ja jetzt nicht so furchtbar viele Hinweise in der E-Mail selbst. Die hat ja null Gestaltung, also da kann man keine Aussage machen, ob gefälscht oder nicht. Gucken wir wieder auf die Adresse unten. Das sieht gut aus, drive.google.com. Aber dann, was geht dann weiter? Ich habe ja gesagt, das Ende ist immer wichtig, nicht der Anfang. download.photo.styles.net. Das heißt also, ganz viel Kladderadatsch davor. Und die eigentliche Domain, wohin das führen wird, wenn ich klicke, ist styles.net. Ich kann auch hingehen und bei sheep.de eine sogenannte Subdomain einrichten, google.sheep.de oder drive.google.sheep.de. Und wer jetzt nur an den Anfang guckt, sieht nur drive.google und denkt, wow, cool, das ist eine echte seriöse Adresse, da gehe ich hin. Dann wird aber umgeleitet auf eine Seite, die ich gebaut habe. Und genau diesen Trick wenden die Betrüger an und auch in diesem Fall, deswegen sage ich Phishing. Richtig, das ist eine Phishing-Mail. Wir klicken auf Auflösen. Die Link URL führt in Wirklichkeit zu sisters.net, nicht zu Google Drive. So langsam wird, glaube ich, das Prinzip klar, oder? Die Sachen klingen echt, sehen gut und zuverlässig und wie gewohnt aus, aber immer wieder ist es die Internetadresse, auf die gelinkt wird, auf die man klicken kann, die uns ins Boxhorn jagen will. Jetzt kommt eine interessante Mail. Oh, der Speicherplatz wird knapp, steht hier, von Dropbox. No reply, dropboxmail.com. Dropbox Mail, die Firma heißt doch Dropbox. Könnte aber sein, ich könnte jetzt googeln und gucken, ob es Dropbox Mail gibt oder nicht. Das ist also 50-50, würde ich sagen. Und dann gucken wir uns mal an, hier Upgrade durchführen, weil angeblich der Speicher zu Ende ist. Da steht dropbox.com/buy. Jo, das ist eine seriöse Adresse. Kein Gefummel, kein Gefriemel in der Adresse. Die ist nicht unnötig lang. Das ist alles authentisch und richtig. Buy, kaufen, klar, wenn ich ein Upgrade durchführen soll. Das sieht für mich gut aus. Hier dieser Link da unten, der geht auch zu einer offiziellen Dropbox-Adresse. Dropbox-Adresse. Da gibt es für mich keinen wirklichen Hinweis, dass es Phishing sein könnte. Darum sage ich jetzt zum ersten Mal, die ist echt. Stimmt ihr mir zu? Probieren wir es aus. Richtig, diese E-Mail war echt. Die stammt tatsächlich von Dropbox, die Absenderadresse dropboxmail.com. Ihr erinnert euch, da war ich skeptisch. Ist zwar ungewöhnlich, aber authentisch. Und die URL, die Internetadresse, ist ein sicherer Link zu Dropbox. Ja, keine Frage, so ist es so. Ne? Also hier die Adresse, ungewöhnlich. Und dann hier der Link ist korrekt, also alles tipptopp. Nächste Frage, nächstes Beispiel. Sie haben eine neue Art von Bericht von der Schule erhalten. Normalerweise stammen die E-Mails von der Absenderadresse chiara@diebergmannschule.org. Also da ist jetzt ein Beispiel, man bekommt regelmäßig Post von irgendwoher, in dem Fall von einer Schule, diebergmannschule.org. Und jetzt wird man vielleicht hinters Licht geführt oder auch nicht. Chiara Moser kennen wir, aber die Adresse ist nicht komplett identisch. Hier steht bergmannschule.org und nicht diebergmannschule.org. Guten Tag, anbei finden Sie Finanzbericht, bla bla bla, und es hängt ein PDF dran. Könnte natürlich sein, dass die Schule zwei verschiedene Domains hat. Nicht auszuschließen. Es hängt ein PDF dran. Ich bin gut beraten, da vorsichtig zu sein. Die ganze Sache könnte aber korrekt sein und könnte stimmen. Deswegen entscheide ich mich in dem Fall für Phishing. Richtig, das ist eine Phishing-E-Mail. Das ist eine ausgeklügelte Phishing-E-Mail, das stimmt. PDFs können Malware enthalten oder auch Viren. Malware, auf Deutsch Schadprogramme. Das sind Programme, die so geschrieben sind, dass sie Schaden anrichten auf meinem Computer. Sie nisten sich ein, forschen mich aus, versuchen Zugangsdaten abzugreifen und übertragen das zum Betrüger. Wie wird das erreicht? In der Regel durch Ausnutzen von Sicherheitslücken. Es gibt immer irgendwo Sicherheitslücken im Betriebssystem, in der E-Mail-Software, möglicherweise aber auch im PDF-Reader, also in der Software, mit der ich mir PDFs angucke. Und darum geht es in dem Fall.
wenn ich dieses PDF öffne, also ein PDF an sich ist nichts Gefährliches, ja, gar keine Frage. Gucke ich aber rein und habe vielleicht einen ganz alten PDF-Reader und den habe ich nicht gewartet, nicht abgedatet, dann könnte es passieren, dass hier eine Sicherheitslücke ausgenutzt wird, wenn ich das PDF öffne. Und dann wäre mehr als nur Phishing möglich, muss man sagen. Ist ein Spezialfall, weil ja zum einen klar ist, da hat jemand rausgefunden, ich kommuniziere regelmäßig mit Chiara Moser von der Bergmann-Schule. Vielleicht ist dort jemand eingebrochen, hat die Kundendaten abgegriffen und hat sich gesagt, okay, versuchen wir mal, all die Kunden oder all die Schülerinnen und Schüler von der Bergmann-Schule auszutricksen. Das ist schon ein bisschen mehr Aufwand, muss man sagen, aber es ist ein schönes Beispiel dafür, dass auch da die Alarmglocken angehen sollten. Wenn ich Post bekomme, E-Mail bekomme, es hängt ein Anhang an, nur wirklich dann öffnen den Anhang, vor allem wenn es Word, Dokumente, Excel, Spreadsheets oder eben PDFs sind, wenn ich wirklich weiß, es kommt was, wenn es mir angekündigt wurde. Ansonsten ist Vorsicht durchaus sinnvoll. Das wird hier auch nochmal erklärt. Die Mailadresse ist nicht perfekt, ne? Und die PDFs eben können ein Risiko darstellen. Dann noch der Hinweis, dass man PDFs am besten im Browser öffnet. Ja, die modernen Browser haben alle eine Funktion, dass man im Browser sich auch PDFs anschauen kann. Da gibt es natürlich auch theoretisch oder kann es auch Sicherheitslücken geben, ist aber nicht ganz so wahrscheinlich, wenn man Browser regelmäßig aktualisiert. So, nächstes Beispiel. Jemand hat versucht, auf ihr Konto zuzugreifen. Das wird sehr gerne gemacht. Druck aufbauen. Also Alarm, Alarm, Alarm. Hier roter Balken schon. Jemand kennt ihr Passwort. Also Druck aufbauen. Es ist jemand eingebrochen. Es wurde Geld von ihrem Konto abgebucht. Ihre Ware konnte nicht zugestellt werden. Sie müssen direkt und schnell aktiv werden, sonst wird es noch schlimmer. Das gestaltet im Layout von einer bekannten seriösen Adresse. Und da ist die Sache klar, man wird dann gelinkt oder verlinkt auf eine Fake-Seite, wo man die Zugangsdaten eingeben soll und dann hat man einen. Also wenn man solche Alarmmeldungen kriegt, neigt man dazu, schnell zu reagieren. Das ist mir auch schon passiert. Und dann sollte man sich doch nochmal sammeln, ist das wirklich alles glaubwürdig? Gucken wir uns das doch mal an. No Reply Google Support. Google Support. Punkt Support. Nicht die offizielle Adresse, aber ja nicht auszuschließen. Deswegen nächster Schritt, gucken, wo linkt das hin. Passwort ändern, linkt zu myaccount.google.com. Wäre da Schluss, wäre alles wunderbar, denn die Adresse gibt es tatsächlich, myaccount.google.com. Da kann ich meine Kontodaten einsehen und auch verändern. Aber es geht ja hier weiter. Strich Security Settings. page.mlsecurity.org. Ihr seht, viel zu lange Adresse, also vor dem ersten Querstrich. Und das bedeutet, die eigentliche Domain ist nicht google.com, sondern mal wieder eine andere. Das ist, würde ich sagen, Phishing. Stimmt ihr mir zu? Ich klicke auf Phishing. Richtig, die URL, die Internetadresse in dieser E-Mail ist eine Nachahmung. Und zwar, hier kann man sehen, die Absenderadresse Google Support wird von Google nicht verwendet. Gut, haben wir das auch gelernt, hatte ich ja vermutet, war aber nicht 100% sicher. Aber der Link führt zu einer Subdomain von mlsecurity.org und nicht zu Google. Das ist das A und O und das ist wichtig. Guckt immer auf das letzte Teil, das .de, .com, ne, um was davor steht. Und wenn da ganz viel Kram dahinter steht und, ne, und nicht da vorne, dann stimmt da was nicht. Ganz, ganz wichtig. Ihr Konto wird anscheinend wieder angegriffen, schon wieder wird Druck aufgebaut oder doch? Ja. NoReplyGoogle.support haben wir ja eben gelernt, gibt es nicht wirklich. Von einer Regierung unterstützte Hacker versuchen, ihr Passwort zu stehlen. Gucke ich mir die Passwort ändern an. Okay, dieser Link ist tricky. Da steht google.com/. Genau das, was ich eben sagte, das sieht super aus, google.com/. Ja. Aber jetzt kommt dahinter ein AMP und das, Leute, ist ein Sonderzeichen. Das muss man wissen. AMP ist ein Sonderzeichen in der Spezialkodierung von Internetadressen und ist ein kaufmännisches Und.
AMP. Und das in einer Internetadresse bedeutet, dass da die Adresse getrennt wird. Ja. Und dann kommt tinyurl.com. Tinyurl.com ist eine Adresse, da kann man beliebige Internetadressen zu einer kurzen Adresse machen. Und ich vermute, dass dieser Link jetzt nicht zu google.com führt, sondern eigentlich zu tinyurl.com. Und das ist schon eine Schweinerei, weil das kann man auf den ersten Blick wirklich nicht erkennen. Da könnte ich auch drauf reinfallen. Jetzt weiß ich, es ist ein Quiz, deswegen gucke ich genau hin, aber das ist richtig fies. Ich sage, glaubt mir, vertraut mir oder auch nicht, es ist Phishing. Richtig, diese Nachricht basiert zwar auf einer echten Warnung, enthält jedoch einen Link zu einer falschen Anmeldeseite. Die Hacker haben versucht, den eigentlichen Link zu tinyurl.com, was ich eben erwähnte, als Google-Link anzugeben. Mit einer ähnlichen E-Mail wurden tatsächlich Thinktanks und Politiker angegriffen. Kann ich verstehen, ganz, ganz schwer zu enttarnen, auflösen. Ja, Adresse ist nicht echt, das stimmt, haben wir ja schon gelernt. Dieser Fall ist knifflig. Der Link lotst einen in Wirklichkeit zu einem Ziel von tinyurl.com und nicht zu google.com. Das liegt an dem AMP dazwischen. Also AMP sollten Alarmglocken angehen. Richtig fies, dieser Trick. Und jetzt kommt die letzte Frage. Sie haben sich bei einem Dienst angemeldet, um eine Reise planen zu lassen. Und dieser Dienst hier ist TripIt, okay? TripIt, support.tripit, okay, das klingt gut. E-Mail-Nachrichten und Einstellungsanzeigen zulassen, abbrechen, zulassen, da kann man jetzt den Link gar nicht sehen. Soll ich klicken, soll ich nicht klicken? Ich sage ja, weil in dem Fall habe ich mich anscheinend, und das müsst ihr dann entscheiden, habe ich das jetzt gerade zufälligerweise wirklich vorher gemacht, mich bei einem Dienst neu angemeldet, registriert mit einem Google-Konto. Das ist wichtig. Also habt ihr ein Google-Konto, ein Gmail-Konto bei Google, nur dann könnt ihr eigentlich so eine Nachricht bekommen. Dann kooperiert die Webseite quasi mit Google und die übertragen die ganzen Daten. Das spart einem viel Tipparbeit. Ne? Kennt ihr auch von Facebook und anderen Diensten, dass man sich auf diese Art und Weise schnell anmelden kann. Und dann werden eben E-Mail-Adresse, Namen und so weiter übertragen. Und hier würde ich sagen, ja, würde ich zulassen, diese E-Mail ist echt. Ich erkenne keinen Hinweis darauf, dass hier etwas nicht stimmen könnte. Richtig, yeah, diese E-Mail ist echt. Mit Zugriffsanfragen für Konten sollte man jedoch vorsichtig sein, das stimmt auf jeden Fall, und darauf achten, dass von einem vertrauenswürdigen Entwickler diese Sachen kommen. Also nicht von irgendeiner Pixel, von einer Company, die ihr gar nicht kennt. Dann solltet ihr nicht zustimmen und die Daten nicht übertragen. Ja, das ist schon die achte Frage gewesen. Und richtig, hier wird die Auflösung gezeigt. Wenn man mit seinem Google-Konto sich irgendwo authentifiziert, dann ist das nun mal so. Glückwunsch, Jörg Schieb. 8 von 8 Ihrer Antworten waren richtig. Yes, das ist das, was ihr von einem Netzscanner auch erwarten dürft, finde ich. Denn wie soll ich euch erklären und leiten, wenn ich hier allzu viele Fehler machen würde? 8 von 8, das ist aber wirklich schwer. Dieser Test von Google Jigsaw ist eine sehr, 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 sehr aufwendige und komplizierte Angelegenheit. Das muss man schon sagen. Ich kann nur empfehlen, diesen Test ab und zu mal zu wiederholen und bitte, bitte leitet ihn auch weiter an Freunde und Kollegen, denn man kann gar nicht oft genug sagen, Phishing-Mails sind gefährlich und die solltet ihr vermeiden, da in die Fallen zu tappen von den Betrügern. Und es werden ja leider immer mehr Phishing-Mails. Ja, es ist also wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr darauf achtet, Phishing-Mails gut zuverlässig zu erkennen, lieber zweimal, dreimal hingucken. Die Internetadresse ist eigentlich der Key, der Schlüssel zum Erfolg. Wenn ihr auf die Internetadresse immer sehr genau achtet und euch da nicht hinters Licht führen lasst, dann seid ihr praktisch auf der sicheren Seite. Beherzigt das bitte, damit ihr nicht in die Falle von irgendeinem Phishing-Versender stapft und tretet. Das würde mich wirklich traurig stimmen, wenn das euch passieren würde. Und das passiert leider viel zu oft, sonst würden die Phishing-Mails nicht immer mehr werden. Wenn sich das nicht lohnen würde, sie würden immer weniger werden. Tu mir was dagegen, damit die Betrüger nicht so erfolgreich sind. Danke für die Aufmerksamkeit. Wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, und das hoffe ich
mich natürlich sehr. Dann hinterlasst mir bitte gerne ein Abo. Also lasst mir ein Abo da, auch die Glocke anmachen, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Ausgabe da ist. Ihr dürft aber auch liken natürlich, auch beides. Und Kommentare hinterlassen und Fragen stellen, denn wenn ihr Kommentare hinterlasst, ist das nicht nur schön, damit ich sehe, was ihr denkt, was ihr versteht oder nicht versteht oder wo es vielleicht noch zwickt, sondern vor allem auch die Algorithmen, die kriegen dann mit, dass hier diese Ausgabe gut läuft, dass die gut geguckt wird und dass sie auch zur Interaktion aufruft. Das ist super, weil die Algorithmen sich dann sagen, diese Videos zeige ich doch auch noch anderen Leuten und das würde mich natürlich doppelt freuen. Also vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und wie immer bleibt bitte aufmerksam und neugierig.